Einmal in der Woche wird es lebhaft im Hause von Annette und Günther Out aus dem Fulderer Stadtteil Zell. Denn immer freitags bekommen sie Besuch von Patrick Stang, Steffen Naber und Marvin Gass. Die drei Jugendlichen wohnen normalerweise bei Antonius Netzwerk Mensch in Wohngruppen für Menschen mit Behinderung. Langweilig wird es bei den Outs nie. Über die Jahre haben sich die Männer im Keller einen Hobbyraum eingerichtet, mit Sportecke, einem Schlagzeug und einer kleinen Werkstatt. Im ersten Stock dagegen geht es etwas ruhiger zu. Hier steht eine Staffelei und der Computer. So viel jugendliche Energie in einem Haus kann natürlich auch manchmal anstrengend sein. War eine Nervensache, aber es fällt dir irgendwas, wenn die nicht da sind freitags oder auch während der Woche. Der Patrick Stang, der kommt immer mal während der Woche noch. Und irgendwie ist es halt das Familie, es ist einfach Familie, weißt du. Und wir haben viel Spaß, es ist also nicht nur so, dass es anstrengend ist. Also wir lachen viel zusammen, wir unternehmen auch was zusammen, aber es ist auch Alltag. Es gehört zu unserem Alltag und es soll auch für die Jugendlichen Alltag sein, wie es eben auch in der Familie ist. Seit 2009 engagieren sich die 54-Jährige und ihre Familie bei Antonius. Tochter Katharina, die heute im karitativen Bereich arbeitet, absolvierte dort damals ein freiwilliges soziales Jahr. Schnell war auch ihr Vater Günther von der Arbeit mit Menschen mit Behinderung fasziniert. Er entschloss sich dazu, ehrenamtlich einen Jungen mit einer autistischen Erkrankung in der Schule zu betreuen. Und irgendwann kam der Kontakt mit Steffen zustande, später mit Patrick und Marvin. 8 Jahre später können sich die Outs einen Freitag ohne die drei nur noch schlecht vorstellen.